Ja, ich habe hier gerade in Sanctuary mir doch schnell was zu essen gekocht. Und jetzt geht's in die Rüstung. Gut, jetzt suche ich Nick. Wo stolziert er rum? Ist er das da hinten? Könnte sein, ne? Gut, die machen wir mal zu hier. Die muss hier nicht die ganze Zeit auf sein. Das ist nicht Nick. Da ist Nick. So, Nick, Moment, ich will mal gerade was schauen. Wie viel Gewicht können wir, wenn ich, dann hätte ich 100 weniger. Okay, Nick, hallo. Hey, Valentine. Sollen wir wieder aufbrechen? Jep, das machen wir. Hättest du Lust, gemeinsam zu reisen? Wäre nett, wir beide wieder gemeinsam da draußen. Ja, dann machen wir das doch. Komm, gehen wir. Gehen wir. Gut, gehen wir. Gehen wir. Komm, geht los. Ja, wir wollen. Kommt er jetzt? Komm! Hauptsache, du hast eine Waffe. Ich gebe dir keine Waffen weiter. Das wird schon funktionieren. So, wir gehen auf die Karte und müssen. Nakanus war hier oben. Das heißt, wir sollten mal in die Nähe. Vielleicht sollten wir bei der Parsenwolkerei nochmal gucken. Da scheinen ja wieder Leute zu sein. Da waren wir auch noch nicht. Okay. Oder wir gehen vom Slog aus dahin. Oder da ist doch bestimmt auch wieder alles Mögliche. Dann gehen wir dahin. Und dann kommen wir wahrscheinlich genau ins Feuer. Okay, bis gleich. Es gibt da noch diese Sache aus Nick Valentines Vergangenheit, die ich gerne abhaken möchte. Ich könnte Hilfe gebrauchen, wenn du bereit bist. Oh, was für eine Geschichte denn? Von was für einer Geschichte sprechen wir hier? Die hier stammt direkt aus den Archiven. Es war einmal im Lande Boston. Da lebte ein König des organisierten Verbrechens namens Eddie Winter. Er war ein böser Mann, der viele böse Dinge tat. Eddie Er brachte Winter. Leid über unschuldige Menschen. Aber er wusste, dass das Ende näher kam. Also verschanzte er sich in einem persönlichen Luftschutzkeller unter dem Sandwichladen, den er als Hauptquartier benutzte. Aha. Da steckt mehr dahinter, nicht wahr? Die Geschichte wird noch verrückter. Der arrogante Sack wollte den Tod überlisten. Ewig leben, damit er irgendwann aus dem Keller kriechen könnte und eine schöne neue Welt vorfinden würde. Kommt dir bekannt vor? Aber Eddie wollte keine Gefrierbanane sein. Also kein Kryoschlaf für ihn. Nein, er steckte sein Geld in ein krankes, abgefahrenes Strahlenexperiment. Oh, Backe, das hört sich nicht gut an. Du willst doch nicht sagen, dass er die Strahlung dazu benutzt, um... Ganz recht. Eddie Winter hat sich in einen Ghoul verwandelt. 200 Jahre bevor es Mode wurde. Mann, er war vermutlich sogar der Erste überhaupt. Und ich bin mir sicher, dass er immer noch in diesem Keller sitzt. Wohlbehalten und sicher. Bereit rauszukommen und seine Schreckensherrschaft fortzusetzen. Ich werde ihn finden und töten, damit das niemals passiert. Sollte nicht lang dauern. Wir rücken vor. Schon Oh, die mal. hat aber echt Wirkung. Meine Fresse hat die Wirkung. Erledigt. Ja, würde ich auch sagen. Du, die ist cool. So, das erzählt weiter. Mal sehen, was ich. Es gibt da noch diese Sache aus Nick Valentines Vergangenheit, Och die ich nö, nicht gerne abhaken nochmal. möchte. Ich könnte Hilfe gebrauchen, wenn du bereit bist. Ja, ich bin bereit. Erzähl nochmal. Was für einer Geschichte sprechen wir hier? Die hier stammt direkt aus den Archiven. Es war einmal im Lande Boston. Da lebte ein König des organisierten Verbrechens namens Eddie Winter. Er war ein böser Mann, der viele böse Dinge tat. Er brachte Leid über unschuldige Menschen. Aber er wusste, dass das Ende näher kam. Also verschanzte er sich in einem persönlichen Luftschutzkeller unter dem Sandwichladen, den er als Hauptquartier benutzte. Aha, ja. Da steckt mehr dahinter, nicht wahr? Die Geschichte wird noch verrückter. Der arrogante Sack wollte den Tod überlisten. Ewig leben, damit er irgendwann aus dem Keller kriechen könnte und eine schöne neue Welt vorfinden würde. Kommt dir bekannt vor? Aber Eddie wollte keine Gefrierbanane sein. Also kein Kryoschlaf für ihn. Nein,
Er steckte sein Geld in ein krankes, abgefahrenes Strahlenexperiment. Okay. Du willst doch nicht sagen, dass er die Strahlung dazu benutzt, um... Ganz recht. Eddie Winter hat sich in einen Ghoul verwandelt. 200 Jahre bevor es Mode wurde. Mann, er war vermutlich sogar der Erste überhaupt. Und ich bin mir sicher, dass er immer noch in diesem Keller sitzt. Wohlbehalten und sicher. Bereit rauszukommen und seine Schreckensherrschaft fortzusetzen. Ich werde ihn finden und töten, damit das niemals passiert. Bist du dabei? Yep. Ich verstehe nicht, Nick. Warum willst du Eddie Winter töten, wenn er überhaupt noch lebt? Das klingt nach einem Rachefeldzug. Ich habe Erinnerungen an ein Mädchen. Nicht meine echten Erinnerungen, das weiß ich. Sie sind von Nick. Aber das Mädchen, sie war echt. Sie war wunderschön und unschuldig. Und Winter hat sie ermordet. Jetzt wird er den Preis dafür bezahlen. Jetzt weißt du's. Bist du dabei? Ja. Also gut, Nick. Schnappen wir uns das Arschloch. Gut. Jetzt weiß ich, wo Winters Luftschutzkeller ist. Aber die Tür ist durch einen komplexen Zahlencode gesichert. Och, du grüne Neun. Zum Glück kannte Winters Arroganz keine Grenzen. Damals nahm er 10 Holobänder auf denen er verschiedene kriminelle Partner belastete. Auf jedem Band versteckte er eine Zahl. Wenn wir alle Holobänder finden, haben wir alle Zahlen. Und mit den Zahlen haben wir den Code. Und auch Winter. Ich führe jetzt schon eine Weile eine Datei über ihn. Hier drin sind 2 Holobänder. Was? Echt? Du hast sie? Anzuhören. Einschließlich eines von Winter, das ich aus der Asservatenkammer der Polizei von Cambridge entwendet habe. Die haben wir habe, doch schon. Bevor sie von den wilden Ghoulen überrannt wurde. Mein Gefühl sagt mir, die Beweismittelterminals der Polizei von Boston sind der Schlüssel zu diesem Fall. Es würde sich bestimmt lohnen, die Polizeiwachen aufzusuchen, in denen du schon mal warst. Du, da war ich schon. Hey. Ich bin ganz Ohr. Hier ist mein Angebot. Ja, du hast kein... was mache ich denn jetzt mit den Bändern? Die hab ich doch dabei. Hey. Hast du... Wie läuft's mit der Jagd nach Eddies Bändern? Ah, die haben wir doch. Nein. Das ist es. Ich werde noch auf der Suche. Ich hab doch alle Bänder. Oh, was gebe ich denn jetzt an? Das stimmt doch alles nicht. Das ist es nicht wert, noch auf der Suche. Wir haben alle Bänder. Ich will nicht nochmal alle... Ich bin noch auf der Suche. Lass mich einfach wissen, wenn du sie gefunden hast. Ja, aber er hat die 2, sagt er. Moment, wir haben doch alle. Was mache ich denn damit? Oder haben wir die etwa plötzlich nicht mehr? Wir hatten doch... Doch, jetzt noch was. 1, 2 fehlt noch. Ah, das hatten wir vorhin nicht, die 1. Okay, was hat er gesagt? Wie viel? 10? Der Fall Eddie Winter ist. Okay, das heißt aber auch, wir müssten einen neuen Hinweis haben. Was lange... Ah ja, jetzt verstehe ich. Gut, dann machen wir das später. Dann machen wir das so mal. Das interessiert mich. Ich habe das noch nie gespielt. Da? Da? Finde Eddie Winters Holobänder. Aber hier waren wir doch schon... Oh, Backe. Da ist auch 1, oder wie? Ach je, jetzt müssen wir durchs Land rennen und die Dinger suchen. Nee, Moment. Wir haben nicht überall bei den Polizeistationen was. Sondern... Hier. Und... Das ist die Pride Raft. Ah, das ist nur eine Markierung. Und hier muss 1 sein. Jetzt ist die Frage... Moment, ist ja da hinten noch was? Nein. Das heißt aber auch, wir könnten von... Wo sind wir jetzt? Wir sind doch hier irgendwo gelandet. Hier sind wir gelandet. Dann würde ich sagen, gehen wir als erstes dort. Da gehen wir aber hin mit. Komm, es geht los. Wir gehen los. Wir gucken erst noch mal, ob hier noch was zu holen ist. Und da unten war auch noch eine, ne? Oder er. Nützt ihm ja jetzt nicht mehr viel. Nee, nützt ihm nicht. Oh, da war auch noch was. Das schon lass ich mal.
Ich nehme auf jeden Fall die Patronen, die Pistole lasse ich liegen, damit sie nicht zu schwer werden. Sturmgewehr, halt, nein. Ja, okay, komm, wir gehen. Das heißt aber, wir müssen jetzt da lang. Komm. Das wird ja interessant. Es ist mal was Neues für mich. Das ist sogar für mich neu, weil das habe ich noch nicht gespielt. Kommst du mit? So, einmal aufpeppen. Ja. Oh. Nein, ich will kein Fatz. Ist aber sehr ungenau. Oh, Mensch, ich bin noch nicht so weit. Leute, wartet gefällig. Kühlmittelkreislauf auch in Wallung. Boah, das ist ja blöd. Ich nehme die Kronkorken, dann das Sturmgewehr lassen wir alles hier. Will mich jetzt nicht überladen. Wo sind denn, warte mal, hier, Fusionszelle. Ah, Reparatursatz. Wiegt nichts. Den hatten wir. Ich glaube, ich nehme doch wieder meine andere. Die ist besser. Die hat auch Automatik. Jetzt da müssen wir mal gucken. Aggressotron. Den haben wir. Da waren doch noch mehr, ne? Zu grün hier. Okay. Komm, wir gehen. Hier, der hat noch eine Plasma und 10 mm. Sehr schön. Nee, den lassen wir. Das befallen sie uns hier einfach. Diese Schweinebacken. Was ist das denn hier? Ein Turm. Ich glaube, da sollten wir mal gucken, was hier Sache ist. Lynn Woods ist das. Ein Turm. Sind hier Leute? Ich sehe keine. Keiner da? Oh. Moment. Ich gehe mal nach oben. Ach, nur Glas. Da ist doch einer. Der ist nur nicht hier oben. Moment. Oh, Granaten. Boah, die funktioniert gut. Auch als Automatik. Aber es ist nur einer. Wo denn? Ihr haut aber auch die Munition echt raus. Oh, das ist nix. Nicht. Das hat das. Bis dann, Kumpel. Nee, das bringt nichts. Das müssen wir ändern, sobald wir können. Dann gehen wir nochmal bei einer Sichtung vorbei. Wo kam das her? Wo ist sie denn? Wie dachtest du denn, dass das läuft? Um da hinten. Hebe. Nee, das ist scheiße mit der Automatik, die wackelt zu sehr. Wo bist du denn? Verabschiede dich schon mal. Ja. Was hast du für Sorgen, hä? Trotzdem deine Kronkorken. So. Wo bist du? Sag mal, wo steckst du denn? Gute Nacht! Was machst du da eigentlich? Scheiße, du lebst noch? Eine Fest.
Seid ihr hier? Was hast du noch so drauf? So. Ja, aber echt so. Ja, wir haben keine Zeit für so einen Scheiß. Hä? Kommst du wieder? Komm, wir gehen. Das ist uns hier zu blöd. Der hat einen Hammer. Der wollte mich mit dem Hammer hauen, oder was? Ja, das nehmen wir mit. Das lassen wir alles. Das hier, das nehmen wir mit. Okay, was für ein... Da hinten ist noch irgendein Soldat. Moment, ich muss mal gucken, ob ich den nicht noch ein bisschen irgendwie ablenke. Was ist denn das für einer? Tja, du lässt sich gar nicht beeindrucken. Oh ja. Komm, wir gucken mal, ob wir hier nicht zum Slot rüber können. Das müsste doch hier sein, ne? Ist das hier nicht? Moment, einmal schauen. Wir sind auf dieser Seite und hier ist Breakheart-Ufer. Wir könnten... Wir müssen sowieso rüber auf die Seite. Das heißt, wir gehen hier einfach weiter. Kommst du? Komm, geht weiter. Hops, dann gehen wir hier am Tümpel vorbei. Ja, die Waffen sind so nicht gut. Ich muss die Automatik wieder rausnehmen. Das geht bei dem Zeit... legendären Zeit... Dingsbums... Sturmgewehr. Ich glaube, das lasse ich jetzt erstmal. Das ist mir zu risikoreich. Normalerweise... Wollte das eigentlich auch lassen, ne? Denn dort? Ah, jetzt kommen sie beide hinter mir her. Natürlich wieder hinter mir. Du kletzt doch endlich, Mensch. Oh, da haut man die Munition aber echt weg. Naja, die nehmen wir natürlich mit, ne? Meierlöckfleisch. Einmal die und einmal die und... Gut, der dritte ist da hinten geblieben. Komm, wir gehen weiter. Wir müssen hier irgendwie lang. Oder hauen wir den auch gleich platt, wenn wir schon hier sind, ne? Ne, die muss ich wieder rausnehmen, die Automatik. Das funktioniert bei beiden nicht so. Mit. Ja, ja. Auf diese Weise habe ich doch eine ganze Menge Kronkorken zusammenbekommen. Was wollen die denn jetzt schon wieder? Die sollen sich hier von mir entfernen. Da war doch eben Hupplum. Hupplum ist wichtig, habe ich festgestellt. Ich weiß noch nicht mal wofür. Weg hier! Ich ersaufe lieber, als dass ich erschossen werde. Nö, nicht von dem Vieh voll. Das wird mir zu heftig. Moment. Die schießt schon auf mich. Ich häng am Baum fest. Geht nicht ins Ziel. Jetzt, wo ich den keine Ding mehr drin habe. Ah, so Mist. Ja, ich mach doch schon. Sie denn? Scheiße. Kommt hinter mir her, du lauf doch. Ja, und dieses ätzende Zeug macht dich doch kaputt. Du bewegst doch deinen Hintern. Oh nö.
Ich jetzt. Ich bin kurz davor. Was willst du denn jetzt sagen? Hör mal, habt ihr einen Rat auf die blöden Hunde? Oh, Gott sei Dank. Boah. Ich will jetzt keine Hunde fahren. Moment, du hast Kronkorken. Die nehme ich natürlich mit. Oh, die sind so gefährlich, diese. Die rotzen doch immer mit irgendwas rum hier. Was hast du denn da noch? Patronen. Fleisch und ein Sturmgewehr. Na gut, das können wir in der nächsten Werkstatt auch ablegen, ne? Wo ist denn Nick jetzt? Ah, da kommt er. Oh, Nick, das war ja wieder ein Kampf, ey. Was wollt ihr? Hallo, verschwindet hier, dann mache ich euch Dampf. Wo ist sie denn jetzt? Wir müssen... Jetzt muss ich mal gucken. Wir sind hier, dann gehen wir zur Kinderkrippe. Das müsste die da sein, ja. Die tauchen immer irgendwie auf, ne? Ist das nicht schon die Kinderkrippe? Doch, das sieht so aus. Ja, doch, das ist sie. Wunderbar. Da geht auch schon wieder irgendwas los. Aber ich kann nicht laufen im Moment. Da sind genug Waffen aufgestellt. Wie bist du denn, Nick? Komm, wir müssen hier doch helfen. Hier scheint sich... Alles noch. Ich weiß. Wo gehen sie denn? Ach, das sind nur diese Blöden. Oh, hier sind so viele Leute, wie es aussieht. Ja? Ja, ja. Du siehst gefährlich aus. Ja, ich bin gefährlich. Bist du nicht meinetwegen? Nein, nein. Ich bin gefährlich. Ja, ja. Wir haben doch aber eigentlich schon ganz gut aufgebaut. Ich geh mal kurz hier hochgucken. So, wir hatten... Ja, ihr könnt noch ein paar mehr hin. Ich will mal schauen... Da unten ist ein Hund. Sie sind die Minutemen hier. Hallo? Wem gehört denn der Hund? Hallo, du? Wo gehörst du denn hin? Vor allem ist er nicht als feindlich markiert. Vielleicht auch einfangen können. Da kommt ein Versorger. Okay. Das ist nur ein... Ah, hier ist unsere Reparaturdings. Ja, das brauche ich als erstes. So. Einmal ablegen. Bleibt hier, die auch, die Artilleriegranaten. Wir müssen die Waffen vor allen Dingen noch anpassen. Das lassen wir hier, das auch. Das nehme ich auf jeden Fall mit, das Wasser. Und das, ach, das Steak. Moment, das hatte ich extra gekocht, damit ich es esse. Moment, da sind ja noch... Ach nö, die schleppen wir jetzt nicht mit. Das können wir alles später in einer Rundreise machen. Das Steak, das wollte ich mitnehmen. Der gegrillte, die gekocht, Gemüsesuppe, geröstet, die lassen wir auch raus. Geköterkeule haben wir sogar einige. Eine, naja. Leuchtender Pilz, mal hatten wir, ich habe ganz viel gekocht. Naja, war fleißig. So. Muss ich mal gucken, was ich nehmen könnte. 130, das ist die Wahrnehmung. Und hier ist 185 und Bewegung. Das Eieromelett macht alle Dinger weg. Okay. Dann sollte man das öfter machen, statt Steak zu machen, oder? Ach nee, wir haben ja keine Eier. Wir haben ja selten welche. Die haben maximal AP plus 5. Königin Fleisch.
Haben wir immerhin 5. Okay, Kütterkohle. Ja, die esse ich jetzt mal so. Und die geröstete Meierlörg. Ah gut, können wir auch essen. Und einen Schluck Wasser. Ja. Was habe ich jetzt alles? Nein, ich habe doch nicht alles. Das habe ich abgelegt. Moment, ich habe das abgelegt. Ah, ich bin wieder zu doof. Ich muss doch aufpassen, was ich tue. Butterbeeren haben die auf jeden Fall. Wir wollen eigentlich die Quest spielen hier und nicht herumeiern. So, komm. Tee. Reparieren, reparieren, reparieren. Das auch. Ich habe ganz schön gelitten. So, gut. Was zum... Da ist schon wieder was. Moment. Was? Ja. Ich hätte was gesehen. Das sind aber offenbar nur Mücken. Also insofern... Ja, ist natürlich auch gefährlich. Aber wir könnten hier oben noch Waffen aufstellen. Wie viele Leute haben wir denn? 13 Leute. Und der läuft hier rum und tut nichts. Das geht nicht. Nee, das geht nun gar nicht. Warum habe ich denn hier noch keinen... Geh weiter! Mach hier nicht den Ding zu. Mano! Wir haben hier noch nicht sehr viel ausgeräumt. Nein, das wollten wir auch nicht. Der Herd... Wo ist denn... Ich glaube, das habe ich noch nicht eingerichtet. Ja, wir waren lange nicht hier. Ich würde gerne Strom. Wir bräuchten Strom. Wir haben hier keinen Strom. Außer... Moment. Da hinten. Ja gut, das bringt nicht viel da hinten. Ich denke, wir werden dieses Teil hier da oben drauf stellen. So, dann nehme ich dieses Teil noch in die Hand. So. Das packen wir jetzt hier hin. Und dann können wir hier... Du hast hoffentlich kein Siedler geschossen, ne? So, packen wir das hier hin. Ja, das machen wir so. Ein bisschen rüber. Und die Wand muss noch zu. Mal gucken, dass ich da... Das sieht nach einer normalen hohen Wand aus. Mal gucken, ob ich das hier hinkriege. Nein. Nein. Und... Nein, das passt alles nicht. Auch mal beiseite und dann brauchen wir... Das ist die falsche Boden. Hängt das so nicht da fest. Den Doppelboden, der wäre besser. Ja? Der geht nicht da dran, nee. Jetzt geht er dran, jawohl. Ah gut, dann gehen wir zu Fuß. Das ist das Bettenhaus. Und hier kann man so ein bisschen sitzen. Okay, das heißt, ich brauche doch die gläsernen. Ja. Ach, jetzt haben wir, jawohl, so. Jetzt hoffe ich, dass wir das zukriegen hier. Mit dem normalen Holz müsste das eigentlich gehen. Da
geht nicht, weil die Platte da oben ist. Oh nee, jetzt mach nicht, dass ich hier jetzt die Platten wieder rausnehmen muss. Du doofes Ding. Oh, das ist echt nervig. Ja, das ist wirklich nervig für dich. Jetzt muss ich hier wieder extra runter. Weil er die da nicht haben will. Ich kann die Wände nicht einsetzen, nur wegen dieser blöden Teile. Ich will eine Wand hin, aber ich kann mich doch nicht erschießen, dass ich hier ankomme. Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht in der Walachei auf. Hier können wir nämlich auch dann unser Strom noch hinmachen. So, jetzt müsste der aber eigentlich gehen. Jawohl, das funktioniert. So, und dann können wir hier den. Und brauche ich den eigentlich? Nö, ne? Doch, Moment. Aber hier irgendwo. Nö. Aha. Moment. So, so, so. Und so. Ja, gut, dann machen wir die dahin. Da hier noch eine Bank hin. So. Jawohl, das passt. Jetzt passt es. Ja, ich vermisse ein bisschen die Solarstation. Aber wir können das halt nicht anders machen. Weil wir sonst wieder einen Mod hätten, ne? Das wollen wir ja nicht. Ich habe auch so schon genug Mod. Ich habe jetzt zwei, ein Fix und ein Mod. Weil sonst würden wir nämlich Feinde, die da unten alle rot sehen. Ne? Und das wollen wir nicht. Nein, das habe ich beschlossen. Das ist für gute Leute, das müssen nicht rot sein. Eine Leiter müsste hier noch hin. Moment. Hier könnte ich doch... So. Dann machen wir hier... Ja. So. Da kann weg. Das brauchen wir nicht mehr. Moment, die weg. Dann können wir nämlich von hier hochgehen, wenn wir den wollen. Genau. Und ich stelle mal da oben. Ich glaube, da stellt. Ne, den können wir auch daneben stellen. Ja. Das müsste eigentlich klappen. Ich werde den mal rausnehmen. Dann stelle ich den nochmal weg und nehme mit dem ein Stück nach in diese Richtung. So, der nach rechts. Okay, das ist nicht so ganz mittig, aber das ist egal. Und wir machen hier eine Glaswand hin. Das geht. Ja, bitte andersrum. Andersrum. Na gut, wenn du unbedingt willst, dass ich die Platte wieder wegnehme. So, dreh dich gefälligst anständig. So, fertig. Da fehlt eine Platte, da sollten wir nochmal Boden unterlegen. Ja, so ist gut. Okay. Hier bauen wir jetzt ein Qualmeding hin. Kleinen Stinkeäumel. So. Und daneben kommt der dieses Terminal, ne? Jetzt weiß ich, was ein Terminal ist. Jawohl. So, und jetzt bräuchte ich den Strom da dran. Jawohl, das geht nämlich nur durch das Glas. Ja, hauptsächlich durch das Glas, genau. So, hier mache ich jetzt noch was davor, damit das nicht einfach kaputt geschossen wird.
So. Welche? So macht man das. Dann kann man da nämlich nichts dagegen schießen. Ja. Das reicht. Das ist gut. Und ab die Post. Was haben wir denn jetzt hier? Ja toll, keine Jobs. Jetzt müssen wir erst hier wieder noch Gemüse anbauen. Wo bauen wir denn was hin? Wir haben doch hier unten keinen Platz. Wie schaut denn das da drin aus? Da sind schon viele am Arbeiten. Aber vielleicht haben wir ja... Moment, ich habe eine Idee. Wir müssen erstmal ernten. Scheint wirklich was zu werden. So. Eigentlich können wir doch auch selber ernten, oder nicht? Genau. Moment, haben wir denn, ich sehe gerade da jemand stehen, der müsste doch eigentlich, der könnte doch eigentlich eine Verbindung machen. Dann haben wir einen schon mal aus dem Spiel. Also der geht zum Slog. Pass auf, einer geht so noch zum Slog. Wo ist er denn jetzt? Du könntest noch zum Slog gehen, warte. Du gehen zum komm raus da. Ich muss, kann dich nicht sehen. Wenn ich dich nicht sehen kann, kann ich dich nicht zuordnen. Na los. Oh, was ist denn los? Moment, nochmal. Ja, jetzt bleib stehen. Was hab ich gesagt? Der Slog. So, gehst du zum Slog. Jawohl, du hast eine Kuh. Und du hast auch so tolle Sachen, eins vom Gehen noch für unterwegs. Wir hatten noch eine Verbindung. Das war der, du könntest nämlich nach Teffington gehen, obwohl das eine gefährliche Ecke ist. Tja. Oh, da oben habe ich ja auch noch nichts, nach Simonia. Ja, wir machen so ein Spinnennetz, dass jeder zu allen gehen. Okay, das heißt, du gehst von der Kinderkrippe nach Teffington. Okay, Moment, ich muss mal raus. Welcher war das jetzt? Du warst das. Du kannst das machen. V. Da ist es. Oh, es ist im Rotz so da drauf.